Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead Age und die Zusammenfassung der letzten Folge. Wir haben 11 Materialien und 4 Werkzeuge gefunden. Wir haben einen Gegenstand erschaffen, 8 Nahrung verbraucht, 12 Materialien und ein Werkzeug verbraucht. Ich weiß nicht wofür die... Ach ja, fürs Beanie. Ja, okay. Kommt irgendwas? Eine Frau besucht das Camp. Sie sieht mitgenommen aus, aber nicht daran interessiert, ein Teil der Gemeinschaft zu werden. Sie bietet dem Camp einen Tauschhandel an. Für 8 Materialien bietet sie im Gegensatz zur Kleidung zu Sonderpreis eine Freizeithose. Ach, komm, nehmen wir an, was soll der Geiz? So. Gute Arbeit, Adamum. Die Waffe lässt sich jetzt für alle Überlebenden einsetzen. Denk dran. Immer wieder mal neue Waffen zu craften. Je höher der Level des Ausrüsters Jobs ist, desto besser auch das Ergebnis. So. Ja, wir haben eine neue Hose. Ausrüstung. Ich muss gerade überlegen. Wo ist sie? Ja, super, eine Freizeithose, eine Level 3. Und der hat die schon an. Und das war ja ein toller Tausch. Ah ne, Level 4. Ah no, dann geht's ja noch. So, zack. Guck mal, was haben die da so an? Gar nichts. Die ist so eine Hose umgelaufen. Was wollte ich denn machen? Ach ja. Verkaufen Händler der Kantine. Okay. Händler. Ich würde ja gerne, wenn ich es finden würde. Der ist nicht da. Ups, das war das Falsche. Ich habe diesen Gegenstand zwar von allen. Oh, wo ist der hin? Müsste er jetzt. Ist auch kein Kantina, es ist eine Mütze. Guck mal. Hat er gar nichts auf. Ist auch eine Mütze. Meint das wahrscheinlich? So, gucken wir mal nach. Müsste ja unter Ausrüster sein. Gibt's Kantina selber? Mütze. Ja, es wird es sein. Ja, komm. So. Kommen 5 Werkzeuge und 05 CP. Das ist großartig gemacht und so weiter und so fort. Okay. Weg der jetzt. Was hat er sonst noch so? Nichts weiter. Neue Waren. Eine Utz. Ja, komm, die nehmen wir mit. 3. Oh, können wir es nicht mehr leisten. Einmal complete hier. Nee, das ist zu viel. Ich benutze die sowieso nicht.
Uzi ist schon nicht schlecht. Ja, komm, nimm einmal mit. So, wir müssen jetzt langsam mal anfangen, hier was zu machen. Nein, Quatsch. Unser Jobs. So. Wir fangen einfach mal an. Jamal geht auf Jagd. Ich würde 5 bis 7 holen. Job Skills. Machen wir einmal. Wieder auf Jobs. So, Jennifer geht auf Wache, würde ich sagen. Lydia, Hank. Jennifer ist auf Wache. Wir sind dabei, Lydia geht auf Wache. Wir nehmen Hank einfach mit. Jamal ist unterwegs. Wird Zeit, dass wir noch einen finden. Den nehmen wir da mit. Jennifer mit. Ist egal. So. Wir gehen reisen. Und zwar im tagsüber den Wald. Weil wir brauchen Nahrung. So, wir haben hier 3 und 4 von den Gegnern her. Der muss weg. 30, 50 und noch 24, das ist nicht ärgerlich. Was sagt Lesung überhaupt? Oh, 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 oh. Viel können wir nicht machen. Ein verlassenes, einen verlassenen Campingplatz, der ideale Ort, um Snacks, Nahrung und Ausrüstung zu finden. Lagerplan. Wir bekommen 2 Nahrung. So. Ich weiß nicht. Für Medizin dabei? Ja, nicht wirklich. Du kannst sie nicht anlegen. Du kannst sie nur benutzen im Kampf. Na super. Naja, komm. Weiter jetzt. Zuerst ist die Krankenschwester weg.
48. 38. Und weg. 36. Der Hund beißt zu. Finde ich Angriff. 3. Na, 66 immerhin. 53. Und weg mit dem Vieh. Fallen. Noch nehmen. Und weiter geht's. Er lädt Wut auf. 36. 50. Und 48. Naja, auf jeden Fall ist es halt. Wir müssen. Oh, wir sind benommen. Blödes Mistvieh. So, der ist jetzt halt weg. Wir müssen aber zusehen, dass wir unbedingt irgendwie noch einen Überlebenden bekommen. Damit wir noch mehr machen können. Weil uns irgendwie die Personen ausgehen. Materialien nehmen wir. Du erreichst einen Abschnitt des Waldes mit fruchtbaren Büschen voller Beeren. Beeren sammeln. Es sammelt einen kleinen Eimer voller köstlicher Beeren. Yeah. Eine Runde können wir noch machen. Dann müssen wir halt wieder zurück. Mmh. 66er Crit. Sehr schön. 30. Und tschüss. Und der Wolf. Solange unser Hauptcharakter keinen Schaden kriegt, ist das alles kein Problem. Dann geht das noch so ein bisschen. Materialien nehmen wir noch mit. Du entdeckst einen kleinen Hund, der voller Schmerzen jault, versucht sich aus seiner Falle zu ziehen und befreien. Du entscheidest dich, den Hund zu befreien, was jedoch auch medizinische Kenntnisse voraussetzt. Ja, Jennifer. Und versucht uns zu befreien. Als Jennifer den Hund befreit und seine Wunden sauber, scheint es ihm besser zu gehen. Aufgeregt bellt er. Scheinbar möchte er euch etwas zeigen. Der Hund bringt mich in das Lager. Wahrscheinlich hat sich hier das Herrchen gejagt. Die Gruppe findet eine Kiste mit wertvollen Werkzeugen. Jo. Sehr schön. Wir haben noch keine Quests. Wir brauchen mal ein bisschen Ruhe. Das ist auch nicht schlecht. Wir gehen zuerst auf den Zombie. Effektiv. Aber ja, auch ein Zombie. Ah, super. So. Mensch, was war denn da? Okay. Das war dumm von mir. Eieieiei. 34. 27. Und 50. Und normal reicht es. Zack. Weggefiegt. Patronenhülsen. Zwei Wellen. Können wir das überleben noch? Ne, wir kehren zurück. Ist mir zu riskant. Denn nicht, dass wir hier noch sterben. Also wir haben 4 mal Nahrung, 6 Materialien, ein Werkzeug. 7 Nahrung erschaffen, 7 Nahrung verbraucht. Und einmal Werkzeug bekommen. Es ist dieses Mal nur eine kurze Folge. Weil ich mache immer nur Tag für Tag, wer weiß, was als nächstes kommt, weil man kann immer nur dann speichern, wenn ein neuer Tag beginnt. Und deswegen machen wir an dieser Stelle natürlich einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und haut rein, Leute!